Aufgepasst, bei mir bekommst du kostenlose Diamanten und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden uns heute dieses Grundstück hier anschauen und tja, also eins sollte ja allen von euch klar sein, niemand hat was zu verschenken und ich weiß es auch schon, dass hier dieses Grundstück gehört einem Abzocker. Ich lese euch die Schilder hier nochmal vor. Dias for free, nur noch für 3 Stunden und dieses Schild hier stand ja auch schon gestern, wurde mir erzählt, dieses nur noch für 3 Stunden, also sehr, sehr komisch auf jeden Fall. Also schnell sein. Habe leider zu viel gefarmt und brauche sie nicht mehr. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wie kann man zu viele Diamanten haben? Man kann doch eigentlich gar nicht zu viele Diamanten haben. Und wenn man zu viele Diamanten hat, dann verkauft man sie einfach und verschenkt sie nicht. Naja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu dem User hier. Komm einfach zu mir und wir schauen, wie viel du bekommst. Da oben ist er, Swirly Square. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu ihm und dann holen wir uns doch mal unsere kostenlosen Diamanten ab. Es hört sich auch wirklich zu schön an, um wahr zu sein. Wir schreiben ihr... Ach, das ist ja sogar eine Sie. Okay, eine Sie sogar. Dann schreiben wir ihr doch mal. Sie schreibt uns sogar. Bist du wegen den Dias, ja? Hey, ja, ich bin wegen den Dias da. Ich würde gerne welche haben. Ich weiß auf jeden Fall schon, was am Ende passiert. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich kann euch nur eins sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind hier wirklich ein paar Leute drauf reingefallen. Und deswegen kann ich hier wirklich nur nochmal sagen, passt wirklich auf und glaubt nicht jeden Scheiß. Hast du einen bestimmten Wunsch? Ah, okay, sehr schön. Da hat sich meine Arbeit gelohnt. Wie meinst du einen bestimmten Wunsch? Wie viele Diamanten meine ich? Ach, jetzt können wir ihr sogar sagen, wie viele Diamanten wir haben wollen. Das ist ja noch geiler. Wisst ihr was? Ich schreibe einfach mal, also so 250 hätte ich schon gerne. Ich meine ja, 250 Diamanten kostenlos. Wer will das denn auch nicht haben, ne? Hier, ihr Schreibtisch natürlich auch aus Diamanten. Steht sogar eine Blume, okay. Nur 250? Nur? Ja, das würde mir schon reichen. No problemo, als wenn's nichts wäre. 250 Diamanten, komm, zack, eintüten, nimm mit. Okay, schreibt sie. Okay, und es kostet mich wirklich absolut gar nichts. Relativ einfach, schreibt sie jetzt nochmal. Komm mit mir und folge mir in den Diamantenbekommenraum. Ja, gar nichts. Okay, aber eine Frage habe ich noch. Ich finde es schon komisch, dass du die Dias nicht einfach verkaufst. Ich meine, das ist ja echt komisch. Ich meine, wer verschenkt bitte Diamanten? Also jetzt mal wirklich. Und da muss ich jetzt wirklich nochmal sagen, wenn jemand Diamanten verschenkt und er einem sagt, dass er 250 Diamanten verschenkt, da sollten eigentlich bei jedem die Alarmglocken angehen. Keine Sorgen, ich denke genauso über Betrüger wie du. Viele denken, ich würde betrügen, aber ich habe wirklich eindeutig zu viel, möchte was Gutes tun für den Server. Okay, ja, das hört sich ja eigentlich erstmal gar nicht so verkehrt an, ne? Aber, tja, sie führt leider nichts Gutes im Schilde. Leider führt sie nichts Gutes im Schilde, das kann ich euch schon mal so sagen. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Und sie, das Beste ist ja auch noch, sie weiß ja nicht, dass wir ein Admin sind. Sie weiß noch nicht, dass es gleich wirklich rund geht hier. Wie heißt du eigentlich, fragt sie uns. Ich bin Tim. Okay, dann let's go. So, dann laufen wir ihr mal hinterher und schauen jetzt mal, was sie mit uns macht. Okay, hier geht's runter und nochmal und nochmal. Okay, was steht da? Gleich gibt's kostenlose Dias, halt dich bereit. Okay, hier sind wirklich überall Schilder. Da steht überall kostenlose Diamanten hier, kostenlose Diamanten da. Automatischer Diamantenausgabeautomat. Okay, alles klar. Okay, also ich muss jetzt schon mal eine Sache loswerden. Sehr vertrauenswürdig ist das hier definitiv nicht.
Oben kommen die Dias raus. Okay. Dann würde ich sagen, dann warten wir doch mal auf unsere Dias. Und okay, es ist genau das passiert, was ich gedacht habe. Und okay, der Ton ist hier gerade ein bisschen... Okay, sie weiß jetzt noch nicht, dass wir hier sterben. Ich habe mir nämlich extra, bevor das Video losgegangen ist, eine Rüstung besorgt mit Feuerschutz. Ich schreibe jetzt mal Scheiß Scammer. Okay, wisst ihr was? Wir machen mal einfach P Middle. Okay. So. Und sie denkt jetzt wahrscheinlich, dass wir da in dieser Lavafalle gestorben sind. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz in den Game Mode 3. Sie schreibt jetzt sogar: Was meinst du? Als wäre nichts gewesen. Als wäre es ihr komplett egal. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz nach unten. Und wisst ihr was? Ich lasse sowas definitiv nicht mehr mit ihr machen. Ich werde jetzt nämlich auch eine Falle bauen. Und ich werde dafür sorgen, dass sie in genau dieselbe Falle reinläuft, wie sie gerade versucht hat, uns zu scammen. Sie schreibt: Bist du gestorben? Ja, natürlich bin ich gestorben, weil du hier eine Scammer-Falle gebaut hast. Was ist das überhaupt für eine Frage? Was ist überhaupt los mit ihr? Okay, da ist sie. Da ist sie. Ach, und jetzt geht sie hier nach unten an die Kiste und an die Hopper. Aber da sieht sie jetzt, da ist nichts drinne. Oh, ist da nichts drinne? Oh, wie schade, ne? Bekommst du die Rüstung nicht? Oh, das tut mir aber leid. Was ist hier eigentlich in der Truhe drin? Ach du, was hat die denn hier alles für Items drin? Da müssen ja echt viele Leute in die Scammer-Falle getappt sein. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von euch, Freunde. Ich meine, das sollte doch hier eigentlich jedem auffallen, dass die hier keine Diamanten verschenkt. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir starten jetzt mal hier die Racheaktion. Ich besorge mir mal ganz kurz hier ein ganz entspanntes Grundstück und dann gehen wir mal in den Game Mode 1. Und jetzt bauen wir mal eine Lavafalle und dann werden wir dafür sorgen, dass sie in diese Lavafalle reintappt. Das hat sie auf jeden Fall verdient. Wenn ihr das genauso seht, dann lasst ihr doch auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann bauen wir doch jetzt auf jeden Fall mal hier die Lavafalle. Ich habe sogar noch eine bessere Idee. Ich werde sie einfach... Wartet mal. Okay, das hier müssen wir auch noch wegmachen. Ich werde sie einfach aus der Welt fallen lassen. Hier, so, zack. Okay, das Loch, das haben wir auf jeden Fall schon mal. Oh Gott. Oh, und das Allerbeste ist, sie denkt, alles ist safe. Sie kann weitermachen wie bisher, aber nichts da. Sie wurde jetzt auf frischer Tat sogar im Video erwischt. Oh Gott. Okay, wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall eine Falltür. Okay, ich habe jetzt hier ein Endportal hingesetzt. Und ich werde jetzt gleich noch ein Schild oder so hinmachen. Und wenn sie hier reinspringt, dann denkt sie so, wow. Und dann wird sie einfach ins Bodenlose fallen. Ich hoffe, das Ganze klappt auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Okay, um dieses gesamte Portal sind jetzt Schilder. Admin-Event, kostenlos Beacons gibt es ja angeblich. Und ich würde sagen, dann porten wir die Gute doch hier einfach mal hin. Ich gehe natürlich in den Game Mode 3, dass sie uns nicht sieht. Und dann TPO hier. Swirly Square. Okay, sie ist da. Okay, sie sieht die Falle nicht. Sie sieht die Falle nicht. Sie läuft in die falsche Richtung, okay? Sie ist wieder... Sie ist einfach weggegangen. Hallo, nicht weggehen. Wartet. Ich porte sie nochmal her. So einfach nicht hier, ne? Okay, jetzt sieht sie es, glaube ich. Jetzt sieht sie es. Sie sieht's. Springt sie rein? Ja, komm. Sie traut sich noch nicht. Sie ist reingesprungen. Ja. Und da fällt sie rein. Oh, ist das geil. Oh, aber wenn eine das verdient hat, dann auf jeden Fall die. Also, und wisst ihr was? Das reicht natürlich noch nicht. Ich, als wenn ihre Bestrafung jetzt nur wäre, dass sie hier nur in diese Falle einmal tappt. Ich gehe mal ganz kurz zu ihrem Plot. PH Swirly Square. Und, so. Ich war nicht im Vanish, das ist gut. Und dann schreiben wir immer eine MSG, Swirly Square. Na, bist du gerade etwa aus der Welt gefallen? Sie schreibt, hä? Wie? Sie reilt gar nichts. Sie peilt gar nichts. Warst du das? Nein. Ich würde sowas niemals tun. Verarschst du mich? Verarschst du mich? Nein, wieso? Okay. Ich hab gehört,
dass hier gleich alles aus Lava sein soll. Also pass besser auf. Und wie willst du das machen, fragt sie. Du, das ist ganz einfach. Ein Klick. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Dann machen wir hier noch einen Klick. Dann geben wir ein Expand Wert und dann Set Lava. Und zack, fertig. Okay, nicht zack, fertig. Und zack, fertig. Alles ist aus Lava. Ja, sie springt natürlich hier nochmal rein, damit sie nochmal stirbt. Ich kann es auch nochmal zeigen. Es ist jetzt wirklich komplett alles aus Lava. Also ich würde sagen, das Grundstück ist jetzt komplett unbrauchbar. So, und jetzt seid ihr gefragt, Freunde. Was soll ich mit der guten Swirly Square auch jetzt noch machen? Denkt ihr, das ist jetzt genug Bestrafung für sie, dass das gesamte Grundstück von ihr aus Lava ist? Oder soll sie noch einen Bann bekommen? Und falls ja, schreibt in die Kommentare, wie lang der Bann sein soll. Ich werde mir die Kommentare heute mal durchlesen. Und wenn ihr sagt, sie soll noch einen Bann bekommen, dann bekommt sie auf jeden Fall auch noch einen Bann, weil, also, Dreister kann man hier wirklich nicht abzocken. Also, das ist wirklich die Spitze vom Eisberg. Sowas habe ich hier, sowas Dreistes habe ich hier wirklich noch nicht gesehen. Sie schreibt, hast du das gemacht? Nein, sowas würde ich doch niemals machen. Was denkst du von mir? Bist du Supporter? Nein. Ist ja nicht mal gelogen. Wir sind keine Supporter, Freunde. Sondern wir sind hier als Server-Owner unterwegs. Sie schreibt, hä? Ich glaube, sie peilt gerade gar nichts. Ist das ein Bug? Okay, ich würde sagen, wir lassen sie jetzt hier noch erstmal alleine. Ich denke mal, spätestens, wenn das Video hier online kommt, wird sie auf jeden Fall sehen, dass das Ganze kein Bug ist. Grüße gehen auf jeden Fall hier nochmal raus an Swirly Square. Und lasst euch das Video hier eine Lehre sein. Lasst euch nicht abzocken, Freunde. Seid immer vorsichtig. Und ja, dann war es das jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ihr seid übrigens alle herzlich eingeladen, mal auf meinem Server vorbeizuschauen. Durchrasten.de. Die Server-IP findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Es ist komplett kostenlos, auf dem Server zu spielen. Also schaut einfach vorbei, guckt euch den Server an. Vielleicht ist der Server ja was für euch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann war es jetzt mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!